Hallo zusammen, Michi ist wieder euer und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir das Achievement nur noch eine Sache. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Vervollständigt den Eintrag einer beliebigen Stätte im Folianten der archivierten Inselforschung für die Robin der Archive von Azeroth. Und da sind insgesamt 6 Unterpunkte aufgezählt. Und als Belohnung gibt es dann ein schickes Pet, und zwar Reese. Und das Ganze benötigen wir auch fürs Meta-Achievement. Und ja, da fehlt mir tatsächlich nur noch das eine. Und dann gibt es auch noch den Titel Archivar oder Archivarin der Inseln. Genau, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns an, was wir dafür machen müssen. Als allererstes sollte gesagt sein, ihr müsst nicht alle von diesen 6 Unterpunkten erfüllen. Das sind nämlich immer World Quests, sondern ihr müsst nur eine quasi machen und die aber 3-mal. Diese World Quest schaltet ihr in dem frei, dass ihr die lange Questreihe hier in Taldrassos bei der Fraktion Archivare von Azeroth auf den Koordinaten 61, 30 abschließt. Sollten hier bei euch keine Quests sein, geht mal ins Gasthaus, da ist so ein Zettel an der Wand, der schickt euch dann einmal hier zu dem Turm und dann habt ihr eine relativ lange Questreihe, die euch komplett hier über die Dracheninsel schickt. Am Ende der Questreihe schaltet ihr dann World Quest frei. Die seht ihr dann hier auch immer mit diesen Münzen. Und diese World Quests funktionieren folgendermaßen. Ihr bekommt immer 3 World Quests, quasi biweekly, heißt von Mittwoch bis Samstag ist das erste Set an World Quests, da bekommt ihr 3 und von Samstagabend bis dann einschließlich Dienstag habt ihr das nächste Set von diesen 3 World Quests. Dabei ist es, so wie ich das gesehen habe, immer eine World Quest, wo ihr hier so einen großen Fund ausbuddeln müsst. Dann eine World Quest, wo ihr so eine Brille aufsetzen müsst und Sachen suchen. Und die wir benötigen, ist die, wo wir mit Schnüffli quatschen müssen und dann so astrale Viecher eintüten müssen. Ja? Heißt, ihr habt in der Woche 2-mal diese astralen Viecher zum Eintüten. Und naja, es sind halt 6 Dinger, also kann es halt 3 Wochen aufwärts dauern, bis wieder dieselbe World Quest kommt. Die sind, glaube ich, nicht quasi alle wieder hintereinander linear, sondern die scheinen ein bisschen random zu sein. Bedeutet, bis ihr die 3-mal gemacht habt, kann es halt auch schon mal 1-2 Monate dauern. Ja, deswegen solltet ihr mal gucken, wann ist die richtige da, die ihr euch ausgesucht habt. Oder ihr macht halt alle mit Schnüffli, dann verpasst ihr nichts. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verkackt, ja. Und habe eine verpasst, deswegen hat es bei mir jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Wenn ihr nicht mehr sicher seid, welche ihr schon gemacht habt, auf WoWhead hat jemand hier einen Konsolenbefehl uns quasi rausgesucht. Und wenn wir den im Chat eingeben, das machen wir jetzt hier mal, dann steht uns dran, wie viele wir schon gemacht haben. Und ihr seht, ich habe jetzt hier Igiras Wacht habe ich 2-mal gemacht und Blick von Etarion habe ich auch 2-mal gemacht. Das sind beide hier unten, also ich glaube, das eine ist hier und das andere ist hier und irgendwie bin ich mal durcheinander gekommen und dachte, das ist dasselbe und habe das eine 2-mal gemacht, das andere 2-mal und habe mich dann gewundert, warum ich nicht schon lange fertig bin. Aber nein, das sind 2 verschiedene und ja, ich glaube, das Notarion-Ding habe ich jetzt hier. Die Wacht müsste hier oben sein. Genau. Heißt, die machen wir jetzt einfach zusammen und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also, die World Quest startet, wenn wir quasi einmal mit diesem Kollegen da quatschen, der müsste irgendwo da hinten sein. Schauen wir mal. Ah, seht ihr. Also da haben wir Schnüffli. Mit dem quatschen wir jetzt einmal. Oder klicken ihn an. Und dann haben wir hier den Balken. Und da müssen wir jetzt dann quasi hier immer in diese speziellen Stellen reinfliegen. Und können dann diesen Extra-Button drücken. Und dann kommen da so mehr so Viecher. Und dann kriegen wir ein paar Prozente. Wir können dann auch noch hier die Dinger anklicken. Teilweise ist es mit dem Phasing ein bisschen ein Problem. Weil... Oh, warte mal, müssen wir den töten? Ah ja, ich glaube, den können wir sogar umhauen. Weil teilweise Sachen außerhalb von dem Glied sind. Seht ihr, hier oben wäre auch nochmal was. Aber so wie ich das sehe, wenn ich da hochfliege... Ja, seht ihr, dann ist der Balken weg. Also das ist dann ein bisschen tricky. Es sollte aber eigentlich genug Stuff drin sein. Ja. Wenn ihr euch jetzt nicht merken wollt, welches ihr gemacht habt, dann, wie gesagt, könnt ihr auch quasi 2 World Quests pro Woche von diesem Schnüffli erledigen. Dann geht ihr auf Nummer sicher und dann habt ihr es halt nach ein paar Wochen, ne? Je nachdem. Es kann halt sein, dass World Quest 1 halt in der ersten Woche und in der zweiten Woche kommt und dann nochmal in der vierten und ihr es dann relativ zügig fertig habt. Oder eine andere, die ihr euch aussucht, kommt in der ersten Woche und ist dann erst wieder nach 6 Wochen da, ne? Das ist halt, weiß man halt vorher nicht, weil die halt ein bisschen random sind. Und dann am besten immer mittwochs, beziehungsweise dann nochmal Samstagabend, ne, wenn die World Quest switchen, einmal nachgucken, welche ist am Start. Und wenn die am Start ist, die ihr quasi ausgewählt habt, dass ihr die jetzt 3-mal macht, einmal abschließen. Und dann sollte das eigentlich auch relativ zügig gehen.
So, ihr seht jetzt, habe ich hier eigentlich fast alles abgegrast. Das müssen wir mal gucken. Ah, da oben haben wir noch was. Ah, das müsste eigentlich noch im Phasing mit drin sein. So, das machen wir jetzt auch noch hier kurz. Und genau, jetzt ist das Achievement noch nicht aufgeploppt. Denn am Ende der World Quest ploppt eine Quest auf. Ja? Ist ein bisschen komisch, kennt man sonst nicht, ist aber fürs Achievement anscheinend. Wenn wir das nämlich jetzt abgeben, seht ihr, kriege ich das Achievement. Und dann auch gleich das Meta-Achievement noch dazu. Und man muss, wie gesagt, auch nur eins von den Dingern abschließen. Und jetzt müssten wir auch hier irgendwo das Pad noch haben. Jetzt schauen wir mal. Oder ich kriege das per Post zugeschickt. Das kann natürlich auch sein. Bei, nee, ich habe es im Inventar, oder? Ah, doch, da haben wir es. Im Inventar haben wir es. Das ist quasi dieser astrale Fuchs, würde ich jetzt sagen. Ist das? Ja, sieht so ein bisschen nach einem Fuchs aus. Genau, das ist das Pad. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen offen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.